Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bullish Impulse. Heute schauen wir uns die Tesla-Aktie an und analysieren den langfristigen und den kurzfristigen Chart, damit Sie den Markt sowohl langfristig als auch kurzfristig bespielen können. Falls Sie uns etwas zurückgeben wollen, bewerten Sie das Video, abonnieren Sie unseren Kanal und lassen Sie auch gerne einen Kommentar da. Bei Fragen können Sie eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse bullishimpulsemanagement@gmail.com senden. Aber labern wir mal nicht so lange rum und springen sofort in die Charts. Das Ganze dann aber erst nach dem Intro. Bis dann. So, schauen wir uns erstmal den langfristigen Chart an. Wir sind jetzt hier im Ein-Tages-Timeframe. Und hier sehen wir ein übergeordnetes, wunderbares, einfaches Impulsmuster, von dem sich die Welle 1 und 2 schon abgeschlossen hat. Wir sehen, dass der Chart Mitte 2010 seinen Anfang hatte und dann erstmal die ersten paar Jahre langsam und flach voranging, was natürlich damit zu tun hat, dass Tesla ja nicht direkt von Anfang an super populär war, sondern erst nach ein paar Jahren erfolgreich war und explodiert ist. Deswegen kam es hier zu einer sehr flachen 1 und zu einer sehr flachen 2, aber dann hier so ab 2019 ungefähr kam es dann zur Explosion von Tesla, weswegen wir hier dann eine sehr impulsive und extendierte 3 sehen, die man auch wunderbar unterteilen kann. Das können wir hier einmal machen. 1, 2, 3, 4 und 5. Also eine sehr klare, einfache, wunderbare Impulsstruktur hier. Die Welle 3 kann ja nur ein Impuls sein, deswegen ist das auch hier ganz klar zu erkennen. Dann kam es hier zu einer Flat-Korrektur. Können wir auch einmal durchgehen. Hier A, B und C. Also auch sehr typisch wieder ganz klar. Flat ist das häufigste Muster für die Welle 4. Deswegen ist hier auch alles ganz klar simpel und nicht irgendwie außergewöhnlich oder so. Dann kamen wir hier hoch zu einer 5 und haben dann somit hier diese übergeordnete 1 abgeschlossen. Dann kam natürlich die übergeordnete 2, die Korrektur, die wir jetzt die letzten Jahre zu spüren bekommen haben. Viele kamen ja auf die Idee, irgendwie, dass Tesla jetzt komplett einkrachen würde. Nein, es ist nur eine Korrektur von dieser übergeordneten Impulsstruktur. Ja, die Welle 2 ist dreiteilig. Wir können A, B, C wieder perfekt sehen. Es ist ein normales Zigzag, also auch wieder etwas komplett Typisches und Normales. Wir können hier sogar die Unterwellen dieser Welle A ganz klar erkennen. Die können wir vielleicht auch einmal durchgehen. Wir sehen hier die 1, hier die 2, hier die 3. Hier 4 und hier 5. Also nichts super Außergewöhnliches. So, nach dieser übergeordneten 2 kommt dann natürlich die Welle 3. Die haben wir hier oben platziert. Die 3 kann man natürlich auch ganz normal berechnen, indem man das Fibonacci-Extensionstool nutzt. Und die 3 geht ja mindestens bis zum 161,8er-Extensionsniveau und maximal bis zum 261,8er-Extensionsniveau. Das heißt, dementsprechend ist hier Zielzone zwischen den zwei Extensionsniveaus. Und allgemein wissen wir ja, dass die Welle 3 von den 5 Wellen die extendierte und längste ist. Das heißt, wir können jetzt ziemlich krasse Profite mitnehmen. Jedoch wird sich dieser Swing Trade wahrscheinlich über viele Jahre erstrecken, weswegen wir auf jeden Fall geduldig sein müssen. Aber wenn wir jetzt einsteigen würden, hätten wir einen reinen Kursgewinn von mindestens ca. 200% und maximal 360%. Das heißt, wir können unser Kapital mal mehr als verdoppeln über die Jahre. Deswegen sollten die, die jetzt noch nicht long in Tesla investiert sind, auf die richtige Gelegenheit warten und hier nochmal ein Entry finden. Die Gelegenheit werden wir dann jetzt im kurzfristigen Chart genauer analysieren und schauen, wann sich die nächste Gelegenheit zu einem Entry bildet. So, jetzt sind wir im kurzfristigen Chart, und zwar im 1-Stunden-Chart. Und grundsätzlich sind wir gerade in der ersten Welle von dieser übergeordneten 3. Und von dieser ersten Welle haben sich, wie man hier sieht, schon zwei Unterwellen gebildet. Und wir befinden uns gerade in der dritten Welle von dieser ersten Welle. Hier lässt sich wieder alles wunderbar unterteilen. Es gibt nichts Kompliziertes oder so. Man sieht hier wieder ein normales Zigzag. Also alles sehr gewöhnlich. Bei der Welle 3, die sich hier bildet, gibt es zwei Optionen. Entweder sie hat sich hier schon gebildet und hier ist das Ende. Und wir gehen gerade zur 4 runter, um dann anschließend zur 5 zu gehen und die erste Welle abzuschließen. Oder die Welle 3 ist noch nicht zu Ende und sie extendiert jetzt noch bis hierhin, bis zu den üblichen
Extensionsniveaus, um dann hier zu 4 runterzugehen und mit der 5 die Welle 1 zu beenden. Wir gehen primär davon aus, dass die Welle 3 hier noch nicht zu Ende ist, sondern dass es eine Zwischenkorrektur ist. Wahrscheinlich irgendwie die Welle 2, die sich gerade bildet. Und wir jetzt danach hier in diese Zielzone laufen, um diese 3 hier abzuschließen. Wieso wir davon ausgehen ist, weil die 3 mindestens bis zum 161,8er Extensionsniveau läuft. Und ja, es kann Ausnahmen geben, wo es vielleicht irgendwie bis zum 1er Extensionsniveau oder so geht. Aber das ist sehr unwahrscheinlich und nicht die Regel. Deswegen gehen wir davon aus, dass die 3 auch wirklich, wie hier eingezeichnet, mindestens bis zum 161,8er Extensionsniveau läuft. Hier würde die 3 dann sein Ende finden. Wir würden zu 4 gehen. 4 ist meistens eine flache Korrektur, das heißt, die wird jetzt nicht so viel korrigieren. Aber 4 kann oft eine komplexe Korrekturform haben. Das heißt, da müssen wir geduldig sein. Und ich würde auch raten, die Welle 3 nicht zu shorten, also hier jetzt beim Ende der Welle 3, weil man nie genau weiß, wann endet die Welle 3. Sie kann hier enden, sie kann aber auch dort oben enden. Deswegen würde ich jetzt nicht die Welle 4 sozusagen shorten. Es lohnt sich einfach nicht, darf so viel zu riskieren. Außerdem ist die Welle 4 ja eher eine flache Korrektur. Man kann oftmals nicht so viele Profite mitnehmen, wenn man short geht. Deswegen würde ich das Ganze nicht riskieren. Ich würde warten, bis sich die 4 abschließt, um dann die finale Welle 5 mitzunehmen. Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wo und wann die Welle 4 endet. Und auch nicht, bis wohin die Welle 5 kommt, weil sich dafür noch die Welle 3 abschließen muss. Aber sobald das geschehen ist, werden wir noch ein weiteres Video drehen, um dann die nächsten Schritte zu besprechen. So, das wär's zur Tesla-Aktie. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und einen Mehrwert gebracht. Wenn das der Fall sein sollte, lassen Sie gerne einen Like da und abonnieren Sie den Kanal. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Ciao.